So, weiter geht's dann auch hier mit Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville. Wir waren hier stehen geblieben und ich habe noch was gesehen. Das war in Sir Henrys Raum, als ich Shannon das alles hier gerade so ein bisschen erklärt habe, wie das alles hier funktioniert. Da habe ich dann hier gesehen, dass es hier noch einen Würfel gibt, den wir brauchen. Und damit gehen wir jetzt in Edwards Room, gucken uns hier an und setzen den Würfel hier ein. Erklärung. Bewege die Würfel auf die markierten Felder, um die Truhe zu öffnen. Jeder Würfel muss das Feld mit der Anzahl der angegebenen Züge erreichen. Ein Würfel kann einen anderen weiterschieben. Interessant. Eins, Ja, zwei, das so einfach ist, dachte ich schon, ne? Weg mir am Arsch. zwei. Bis oben. Wird es immer schwieriger? Moment, also. Er muss den weiterschieben, So. Oh Mano, sagt sie. So, Moment. Drei, vier. Eins. Der müsste dahin. Eins, zwei. Der Zweier dahin und den Dreier dann. Eins, zwei, drei. Ja, gut. Eins, zwei. So, wo geht der Einser jetzt hin? Das wusste ich nicht. Ach, egal, zurücksetzen. Ich dachte, das ist ein grünes Feld versteckt. So, dann nach rechts. Dann kann ich ja weiterschieben, oder? Ja, aber dann, aber der Einser, den kriege ich dann nicht weg. Wir machen das Feld. So, das ist wahrscheinlich falsch, weil es offensichtlich ist. So, zack, zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Nein! Ah, die Idee war so gut! Fuck! Die Idee war so gut! Ich wollte einfach nur diesen Dreier würfeln drumherum und dann hochschieben. Aber ich habe einen Zug zu wenig gemacht. Ich habe einen Zug zu wenig gemacht. So, der hier rum. So, jetzt könnte ich 1, 2, 3, 4. Zum Beispiel 1, ohne den 2. wegzuschieben. Deshalb dachte ich gerade, das ist eine gute Idee, ne? Das war mir irgendwie zu simpel. Ja, da haben wir das nächste Kristallauge. Und jetzt sieht Shannon einmal eine Vergangenheitsreise. Mordschauplatz, mein Freund. Meine Freunde. Again, fresh traces of a prodigious violent struggle. The poor man should have stayed at sea. He was safer there. Wirklich grim. Siehst du, hier ist jetzt so ein dunkler Ort. Und da nehme ich jetzt das Auge und kann da ein Wappenstück finden. Okay, noch ein Wappenstück brauchen wir. Ein Schemastück. Ein Holzstück. Damit haben wir das komplett, wofür immer wir das auch brauchen. Da haben wir noch ein Wappenstück. Damit haben wir das Wappen fertig. If the logic that we've seen so far continues, we should soon find another jewel of the medallion. Ja. Yes, Dr. Watson, but this locket worries me more and more. I'm not persuaded that it's good for us. What do you mean, Holmes? Obviously, this item didn't belong to any of the victims of the curse, which means that it is possible that it could have been Hugo's. And I don't like that hypothesis. Hypothesis. However, this medallion is an essential element of our progress. It guided us here. Guided or manipulated? I really can't decide. I really can't decide. Nein, wir gucken uns erst hier noch weiter um. Was ist das denn? Schlüssel von Charles Room. Charles Raum. Ein Netz. Ach, jetzt muss ich das wahrscheinlich entwirren. Entwirre die verknoteten Ja, Seile, sodass sie sich nicht gegenseitig überkreuzen. Shannon weiß, wie das geht. So, das ist richtig. Das ist auch richtig. Schön weit auseinanderziehen.
Okay, die roten heißt noch, dass sie falsch sind. Willst du mal machen? Nein. Okay. Das ist ein Bedürfnis. Sehr gut, sie hat's gelöst. Was haben wir jetzt gekriegt? Wo war das denn jetzt? Habe ich ja jetzt gekriegt dafür? Ein Eis von 6,50. What the fuck? Ach, ein Wimmelbild habe ich gekriegt. Oh, oh Gott, Fernglas. Was? Korkade? Was ist denn eine Korkade? Google mal bitte. Ich habe keine Ahnung, was eine Korkade ist. Nein. Das ist eine Korkade. Da ist auf jeden Fall das Fernglas. Rettungsring. Sextant. Das ist der hier. Geht nicht so ganz wie ein Kompass. Aber läuft bei dir. Markt. Ja, gucken, was eine Kokarde ist. Ein Abzeichen. Ein Abzeichen. Da ist die Fliege. Kompass, Koralle. Rettungsring. Da ist die Schere. Da ist die Schere. Nee, wie hießen die denn nochmal? Was denn? Die Viecher hier. Quallen. Quallen, ach, Quallen. Da ist eine Koralle. Ah, nicht zwingend. Eine Muschel. Eine Muschel. Muschel. Das sah eher aus wie ein Schneckenhaus, aber macht ja nichts. Das Abzeichen brauchen wir. Das ist doch der Kompass, direkt vor deiner Fresse. Klick. Manu. Brauchen wir denn einen Kompass? Ja, wir brauchen Kompass. Das sah auch aus dem Kompass. Der Kompass ist hier unten. Das sah doch trotzdem aus dem Kompass. Ja, gut. Rettungsring. Da oben. Siehste? Weißrot. So, das Abzeichen. Mhm. Ist das da das Abzeichen? Das ist eine Mütze. Das ist auf der Mütze drauf. Tasse, Löffel, Münzen. Münzen habe ich ja gerade gesehen. Tasse. Tasse. Ah ja, das ist die Tasse. Ich habe übrigens noch nicht erzählt, was ich als nächstes erzählen werde. Das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, du wolltest es noch nicht verraten. Okay, dann verrate ich es noch nicht. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Ich bin so vergesslich. Ich hab's noch nicht gesagt. Ja, ich hatte überlegt, die Assassin's Creed-Reihe anzufangen, aber vielleicht mache ich was anderes. Vielleicht kommt auch Splinter Cell noch dazu. Aber das weiß ich halt noch nicht. Ich weiß nicht, ist das hier? Tatsache. Das war die Korkade. Nicht Korkade, Korkade. Korkade. Löffel, Zange, Zange, Löffel, Löffel, Zange. Nee, das ist ein Vergrößerungsglas. Zange, Löffel. Da ist die Zange. Zange. Ja, ich hatte bei einem Bild eine Zange, das war ein Seitenschneider. Und da ist der Löffel. So, was kriegen wir? Pentagrammstück. Wunderbar. Fertig. Der ist auch fertig. Dann gehen wir jetzt in Henrys Raum. Und setzen das Ding da oben ein. Obviously, someone went through a great deal of effort to hide this plan. What can this schematic possibly represent? It is incomplete.
Dear Watson, I think that it depicts the method to invoke the beast. Amazing. A Baskerville discovered the means to call this monster. Since we have the completed medallion, we have nothing left to do but to reconstruct this plan, invoke the animal, and kill it to put an end to the curse. Nothing could be easier, indeed. Ich weiß gar nicht, wer älter von den beiden ist. Aber warte mal, ich habe da glaube ich noch irgendwas ge... Nein, hier sind wir ja fertig. Hier hängt auch so ein Medaillon. Also, und das ist das Schemastück, was wir hier einsetzen müssen. Ja, und da sind auch die Medaillon-Teile. So, zur Insektenkundlerin will er uns jetzt... Ach ne, wir haben jetzt erstmal was anderes zu tun. Wir können hier oben jetzt nämlich... hier den Fluch von ihm nehmen. Geist! So, mal gucken, was wir von ihm kriegen. Catch without approaching. Aus größter Entfernung greifen. You don't think it means telekinesis? Why not? It would not be the strangest thing that we've seen in this manner. I fear the next step of our inquiry. Now that the locket is whole, we are going to have to find the beast, aren't we? I'm afraid so, my friend. So, da haben wir es. Telekinese. Ja. Ja, ich möchte es direkt ausprobieren. Jetzt sind dir die Masken so weit weg. Ja, weißt du, da kommt der aber so dran. Weißt du? So, Wappenstück. So, der kommt in Elizabeth Raum. Elizabeth. Elizabeth. So. Auf in die Vergangenheit. Look at this picture. The traces of blood are fresh. Okay, jetzt brauche ich wahrscheinlich irgendwie Papier oder sowas. Ja, komm, mach. Dunkle Ecke. Da haben wir dann noch ein Wappenstück. So. Zu vollenden. Telekinese? Nein. Der arme Frau blieb keine Zeit. Aber irgendwas muss ich... Alter, ein Wappenstück aus dem Bild rausgezogen. Willst du mich verarschen? Okay. Was ist hier noch? Ich vermute, das ist jetzt hier so eher ausgerichtet, dass man hier auf viel schwarze Magie und sowas setzt. Ich denke mal, damit wird man das dann am Ende erklären. Okay, ich muss wieder raus. Kommt sie, ich komme hier an die Spinne ran. Ein Objekt fehlt noch. Ein Objekt fehlt noch. Haben wir noch ein Schemastück? Das können wir dann mal eben einsetzen gehen. Okay. Hier ist gerade sonst nichts mehr. Was haben wir denn? Wir haben jetzt Telekinese. Hier ist was zu tun. Hier ist was zu tun. Ah ja, hier. Ach ja, und wir müssen zu der Naturwissenschaftlerin hier zurück. Ja, toll. Mir fehlt aber immer noch drei. Mir fehlen immer noch drei Stück.
Okay, hier sind wir fertig. Das haben wir auch fertig. Ich denke mal, dann ist das letzte Stück das hier, bevor der Raum abgeschlossen ist. Ja, ich muss einen Schnitt machen. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Geht doch.